Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich habe mir diesmal wieder was Geiles ausgedacht. Wir spielen Duo-Mörder auf der ganzen Map, Freunde. Ich habe schon mal ein Video davon gebracht. Es war übel spannend. Deswegen guckt das Video gerne bis zum Schluss. Damit supportet ihr uns immer extrem. Heute machen wir das aber so, dass wir ein Duo-Detektiv-Team haben und ein Duo-Mörder-Team, Freunde. Und nochmal drei Duo-unschuldige Teams. Insgesamt 10 Leute und wir spielen auf einer Custom-Lobby, die Odemann uns gleich aufmacht, Freunde. Mit dabei heute sind Blaze, MBK, Odemann, Kalle und Dark Trouble. Wird uns die Mörder und Detektiv mit einem Zufallsgenerator bei Google generieren und dann weiß keiner, wer was ist, Freunde, und wir starten direkt rein. Let's go. So, Freunde, es geht los. Ich hoffe, mich hört keiner außer Bolo. Bolo, wir landen... Lass mal so außerhalb Camp Cuddle landen, Digga. Dann gehen wir da mal hin und fangen von da an, Freunde. Ich wurde auch angestupst. Wir sind beide... Oh, okay. Freunde, wir sind Mörder. Sehr wild. Okay, das freut mich. Bolo, wir dürfen uns... Freunde, die Mörder und die Detektive haben den Vorteil, dass sie ihr Schild voll aufladen dürfen. Das heißt, wir haben insgesamt dann 250 HP. Das Ding ist, man könnte denken, okay, dann könnte man jetzt Unschuldige einfach die Leute anknallen und sieht, ob sie Schild haben. Stimmt aber nicht, denn wir spielen Null-Birnen-Modus. Das heißt, wir haben eh diese 50 Aufladeschild. Dementsprechend kann uns eigentlich nichts passieren und die Leute können uns nicht einfach so entdecken. Das Ding ist, Bolo, es war, glaube ich, ein bisschen dumm, so außerhalb zu landen, weil wir müssten am besten direkt am Anfang schon welche wegsnacken. Das heißt, wir müssen uns beeilen und so schnell wie möglich Schild und Waffen aufladen, damit wir dann weitergehen können. Wenn du was Wildes hast, sag Bescheid, was du nicht brauchst. Markier es dann einfach. Und im späteren Verlauf des Videos, Freunde, werde ich mich entmuten und einfach die Leute fragen, ob sie noch leben und bla bla bla, ja? Und es läuft natürlich alles legitim ab, Freunde. Es ist wirklich ein Zufallsgenerator gewesen. Er hat Zahlen eingegeben bei dem Google-Zufallsgenerator und wir sind dann einfach Mörder geworden und ein anderes Team ist Detektiv geworden und die anderen sind halt einfach unschuldig geworden. Wir sind am Start, wir chillen unser Leben, wir machen nichts Auffälliges. Sehr stark, Bolo. Ich habe auch noch zwei Splashies für uns. Die Granaten sind auch sehr wichtig, Mann. Und ich habe auch so normale Granaten. Das heißt, wenn wir nicht auf das Team stoßen, die Detektiv sind, sind wir eigentlich gut dabei, Freunde. Natürlich kann die Runde auch nach hinten losgehen. Oder, Bolo, wir könnten auf spannend warten und einfach am Anfang niemanden killen und die Leute verwirren. Aber es ist auch schwierig. Mal gucken. Vielleicht, wenn wir ein Team so finden, ich bräuchte unbedingt irgendwie eine wilde Auge oder so. Ich habe eine MK7 in grün, die ist eigentlich schon relativ stark. Die Waffe nehmen wir weg, Freunde. Und ich habe hier ein Zoom-Gerät. Was hast du markiert? Aber das fällt auf, Digga. Wenn wir die dann nicht killen mit Kopfgeld, dann sind wir am Arsch, ne? Wir müssen das denn jetzt direkt machen. Komm. Okay, okay, das ist Team Mirkan. Wenn wir die erledigen, ganz wild, Digga. Aber das Ding ist, das könnten halt auch wirklich die Kopfgeldjäger sein, ne? Wo sind die? Oh, die sind im neuen Gebiet, Freunde. Da war ich noch gar nicht. Wie ihr sehen könnt, hier habe ich noch Fragezeichen. Dementsprechend wird das schon eine wilde Folge. Ich bin richtig gespannt, Freunde. Ich liebe diese Duo-Mörder-Folgen, die einfach so random auf der Custom-Map-Lobby sind, weil man halt einfach viel mehr Spannung hat, ja? Man kann nicht wissen, wer wer ist. Es ist alles Zufall und so. Feier ich extrem. Wenn ihr das auch feiert, Freunde, Like und Abo dalassen. Ganz wichtig, wirklich. Ihr supportet momentan krass. Ich nehme meine Sniper mit, Digga. Granaten-Splashies sind schon wild. Ich bräuchte am besten noch eine Pumpgun, dass wir so auf Sneaky einen erledigen können. Ah, Biggie nehme ich, glaube ich, nicht mit, Freunde. Oh, eine LMG wäre halt auch stark. Und weil wir jetzt einen Sniper haben, brauche ich die Infrarotwaffe eigentlich nicht. Ah, ich glaube, ich verweile so, Freunde. Wir bleiben so am Start. Es ist auch eine normale Custom-Lobby. Das heißt, wir kriegen auch normale Items und keine Kampflabor-Ultra-Goldenen Items. Ganz wichtig. Was hast du gefunden? Wollen wir mit dem Boot fahren? Okay, komm. Hast du gerade Schüsse gehört? Oder? Okay, wir fahren mit dem Boot. Ja, ich fahre in die richtige Richtung sogar, Freunde. War gerade nur Zufall. Auch sehr geil, dass es gerade abends ist. Noch bessere Mörderstimmung. Und, Freunde, wir legen los. Noch ist alles ruhig. Keiner weiß, wer wer ist. Und später geht's dann los. Bolo, wir müssen schon am Anfang versuchen, wen umzulatzen, ja? Das heißt, wenn wir jetzt auf das Team von Mirkan und Naz gehen, lass uns bitte direkt Naz zusammen killen. Ich sag dir dann einfach nur jetzt und dann schießen wir sie auf sie, okay? Wir gehen einfach, fahren hier rum und auch nicht direkt schießen, sondern wir versuchen uns so ein bisschen mit denen anzufreunden, was weiß ich. Wir fahren in die falsche Richtung. Wir sollten auch nicht mit dem Boot fahren, sage ich dir. Wir müssen zu Fuß gehen, weil das weckt viel zu viel Aufmerksamkeit. Weil wir doch relativ mittig in die Map fahren, Freunde. Bin mal gespannt, ob es überhaupt möglich ist, im Duo-Mörder eine gute Runde zu starten. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Braucht dein wildestes Aim, Bolo. Das wildeste, was du zu bieten hast. Okay, Bolo, ich höre Schießerei, aber das können NPCs sein. Wir könnten aber vom Ding her... Oh, das sind keine NPCs. Das sind Mirkan und Dings, glaube ich, oder? Sind die das, Digga? Ich glaube schon, ne? Ja, 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 ja. Okay, okay, okay. Wir gehen hin, so ein auf den wir sind freundlich, okay? Vielleicht kriegen wir sie aus dem Auto gedingst.
Guck mal hier. Hä? Wir springen, wir sind freundlich, wir sind freundlich. Wir sind freundlich. Zeig keine Schildsachen, ne? Wichtig, du darfst keine Schildsachen zeigen. Wer ist das? Wer ist das? Okay, Bolo, wir müssen es irgendwie versuchen. Aber was ist der Plan, Digga? Was ist der Plan? Steig einfach mit ein, wenn du kannst. Er hat ein Jetpack. Okay, ich glaube, das ist Nigel, oder? Bin mir nicht sicher. Aber mach jetzt auch keine Faxen, nicht mit Ja und Nein beantworten. Okay, 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 okay. Was ist der Plan? Die haben halt einen Panzer. Wir können die nicht killen. Wir müssten direkt Nigel wegnatzen. Wollen wir das versuchen, Digga? Wenn ja, dann guck zu mir. Okay. 3, 2, 1. Go. Schieß auf ihn, schieß auf ihn. Oh mein Gott. Er schießt auf mich, er ist down. Kill ihn, kill ihn, kill ihn, kill ihn. Olo. Hast du ihn? Okay. Digga, mein Herz ist gerade in die Hose gerutscht, Freunde. Das war todesspannend. Oh mein Gott. Freunde, was? Sind da Gegner? Haben die uns gesehen? Haben die uns gesehen? Gib mir die Heilung, gib mir die Heilung. Hier, hier, Splashies. Mach Splashies, ich heil mich. Okay, ganz entspannt, ganz entspannt. Splash auf Boden gleich, wenn ich voll bin. Okay, 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 Freunde. Junge, was für ein knapper Fight. Holy shit. Boah, Digga, mein Herz hat gepocht, Junge. Okay, 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 okay. Freunde, das ist die spannendste Folge, die ich jemals aufgenommen habe. Okay, snack dir den Loot, Digga. Die Sniper ist ganz wild. Weg mit meiner. Nimm den Jetpack. Und jetzt gehen wir weiter. Wir müssen ein bisschen Distanz schaffen, damit wir nicht hiermit in Verbindung gesetzt werden können. Weißt du, wir müssen ein bisschen außen rumlaufen. Weil wir haben jetzt schon mal ein Team gekillt. Das ist schon mal sehr wild. Sobald die Zone... Oh, wir müssen in die Zone. Sobald die die Dings berührt, muss ich anfangen zu reden, weil sonst wird's obvious. Und ich brauche Schild. Ich bin nicht voll Schild, Digga. Und ich kann mich im Late Game nicht mehr heilen. Das heißt, wir müssen uns jetzt nochmal heilen. Und das Ding ist, Olo, mir ist das gerade nicht aufgefallen, aber waren die Full Shield? Ich glaube schon, ne? Das heißt, wir haben gerade die Detectives gekillt, Freunde. Okay, ich versuche Schild zu snacken. Ah, shit. Keines Schild, kein Schild, kein Schild. Boah, Schild-Tank. Aber das Ding... Ich höre ein Auto. Geh nicht zu obvious hin. Geh nicht zu obvious hin. Weil wenn die sehen, dass wir Schild machen, dann sind wir entweder Detectives oder Mörder. Okay, Freunde. Wir müssen auf ganz entspannt. Die riften, die riften. Da oben sind welche. Die sehen uns, die sehen uns. Wir dürfen das nicht kaputt machen. Also klar, wir können immer noch sagen, wir sind dann Dings. Boah, Taschenrift. Ganz wild, Digga. Den nehme ich mit. Machen wir einen Taschenrift mit. Wichtig und richtig. Die sind NPCs, aber die schießen, glaube ich, nicht einfach so auf uns. Slurp Truck. Neuer Ort entdeckt, Freunde. Ich bin das erste Mal hier. Wie wild sieht das aus? Ich bin so gespannt auf das Live-Event. Okay, 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 okay. Holo, glaubst du, die sehen uns noch? Komm. Mach kaputt. Sehr schön. Weiter, 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 weiter. Auf ganz entspannt. Nimm am besten keine Biggies und Minis mit, damit keiner was sagen kann. Oh, Lila. Rabe, ich hab gekillt. Oh, oh, Zone kommt, Zone kommt. Okay, ich muss jetzt anfangen zu reden, Bolo. Das heißt, ab jetzt wird's schwer, wir können nicht mehr miteinander reden. So, ich würde sagen, die Zone ist ein kleines Stückchen zusammengerückt. Salam alaikum. Friends, habt ihr was gesehen? Ich habe einen Verdacht. Ich habe auch einen Verdacht, aber ich weiß nicht, wer es ist. Ich weiß, wer es ist. Okay. Hä? Von wem ist Kogita der Teammate? Oh, shit. Von mir? Weil ihr habt ein Bounty auf uns. Wartet, Jungs, ich hab grad eine miese Fetzerei, aber nicht gegen Spieler. Gegen was dann? Einfach, NPC hat mich angegriffen. Spasti. Aber Endboss, Digga, einfach. Oh. Also, ich und Ice Cream, wir haben noch niemanden gesehen. Ihr habt noch niemanden gesehen, nee, insgesamt? Nee. Nee, noch gar nicht. Okay, 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 okay. Ich war bei irgendjemand, ich und Gogeta waren bei irgendjemanden, okay? Mhm. Ja. Der hat dann unser Auto geklaut und wollte außerhalb die Zone fahren und uns dann umbringen, glaube ich. Stimmt nicht, ich war der Fahrer des Autos. Ja. Warum bist du weggerannt? Weil ihr ein Kopfgeld auf uns hattet, die genau wie wir auf euch ein Kopfgeld haben. Ja, aber ja, also, warum hattet ihr dann ein Kopfgeld auf uns? Digga, ihr macht die Kopfgeldtaktik, ihr Ekligen. Wir haben es angenommen, weil soll ein Kopfgeld... Warte mal, warte mal, warte mal, mir fällt gerade auf, Mirkan ist gar nicht mehr da, ist Leben. Also oben bei der Karte sieht man acht Leute. Also es ist auf jeden Fall schon jemand gestirbt. Ja, es sind schon zwei Leute tot. Digga, an Kopfgeld habe ich gar nicht gedacht, Junge. Das Ding ist, wir haben Kopfgeld gemacht, um zu gucken, wer so in unserer Nähe vielleicht ist, ne? Und es war halt Joy. Ja, ja. Kappi Kacke, ne? Das Ding ist auch, wie gesagt, wir sind in freundlicher Absicht gekommen und Kalle hat so den Unehrenmann gemacht, hat unser Auto geklaut und ist außerhalb der Zone gefahren. Nein, wir sind weggefahren, weil wir Angst hatten. Weil ihr seid halt auf uns zugefahren. Wir hatten halt auch ein Kopfgeld angenommen, weil Joy eins hatte. Ja. Ja. Und dann dachten wir uns so, warte mal, wenn wir eins annehmen, wird der nächste markiert, sprich die uns haben. Ja. Und wir halt so ungefähr wissen, wer ist, dann haben wir uns gesplittet, damit falls ihr einen tötet, der andere Bescheid weiß.
weiß nicht, Digga. Okay, also Kalle und Odman dingsen sich gegenseitig, oder was? Mhm. Ja, hier ist ein Auto, Digga. Steig lieber aus deinem Auto, sonst kriegst du einen Schuss. Okay, Odoman, dann bist du es. Hört mal zu. Okay, unsere Perspektive ist, ist einer von euch mit einem Panzer rumgefahren? Nee. Weil wir haben einen mit Panzer rumfahren sehen und wir sind dann halt weggegangen, weil wir dachten, okay, warum sollte man als Unschuldiger mit einem Panzer rumfahren? Das ist ja übel dumm. Das ist richtig. Also, das macht einen direkt so, okay, das ist der Mörder, weißt du? Ich bin dir ehrlich, wir waren in Risky und da war auch ein Panzer und wir haben uns überlegt, mit dem Panzer rumzufahren und dann dachten wir uns aber auch, ja, komm, das wäre schon ein bisschen auffällig. Eben, wir sind unschuldig, warum sollen wir mit dem Panzer fahren jetzt? Ey, stopp. Er ist hier. Wo bist du, André? Wir sind hier in der Stadt. André. Jo, was geht? Ich und Ice Cream sind hier. Mhm. Also wir sind, ich sag's euch einfach, hey, warte mal, gibt ja nur noch eine Stadt. Ihr habt Jetpack? Ja. Na, ultra broken. Ja gut, geil, dann sind da hier alle außer Odoman wieder. Nee, ich bin da. Ich bin in Reichweite. Wie in Reichweite? In Reichweite. Also ja, aber du hast doch auf mich schon geschossen, wo ich gerade im Auto war. Ich hab gesagt, ja, muck nicht, deswegen wollte ich deinen Reifen. Ich bin da ja nur lang gefahren. Du schießt schon auf mich. Ich sag dir ehrlich, ich hab hier ein Zelt aufgeschlagen und ein Camp hier. Also warte mal, hat Odoman jetzt schon auf Blaze geschossen? Ja. Ich hab auf sein Auto geschossen, ja. Aber aus Spaß. Ja. Also okay. Odoman hat mich auf jeden Fall aus Richtung Osten abgeschossen. Osten. Mhm. Also so da, wo die Zone ist. Wer ist denn hier sozusagen mit mir auf dem Dach? Das ist Bolo. Okay. Bolo ist hier oben. Ich darf mein Jetpack nicht zu viel benutzen. Darf ich was sagen, was Odoman noch mehr in den Sass drückt? Warum? Was denn jetzt? Ich hab nur einen Tipp. Ja? Ich hab was hingeworfen. Mehr sage ich nicht. Oh mein Gott! Ice Cream. Sag nicht, du hast Schild hingeworfen und Odoman hat das aufgehoben. Nein. Okay, Digga, warte, das wäre 500 IQ. Ich hab's benutzt. Darf ich ganz kurz was sagen? Er hat es benutzt? Hä? Mhm. Warum Odoman hat Schild benutzt? Hä? Odoman. Ich hab's benutzt. Ist der hässlich. Dann ist Kalle ja safe. Schild benutzt. Was heißt safe? Er kann doch auch Mörder sein. Ich kann auch Mörder sein. Ice Cream hat gerade beobachtet, wie jemand Schild aufgesammelt hat und benutzt hat, hat er mir gerade gesagt. Ja, dann war das wahrscheinlich Kalle. Nein, ich bin voll und Joy auch. Nee, das war die mit den blonden kurzen Haaren, der Skin. Die mit den blonden kurzen Haaren, der Skin hat sich voll. Dann war das Joy, oder? Aber Joy ist blond. Ist die oben auf dem Dach gerade von Ice Cream, die sie macht? Hier oben auf dem Dach, Dings? Wahrscheinlich. Ja, Joy, also dann ist Joy und Kalle entweder Mörder oder Detektiv, weil die haben gerade Schild gesnackt, das wurde beobachtet. Guck mal, das Ding ist, wir sind jetzt vier Teams, ne? Ja. Also entweder ist es Kalle und Joy oder mein Verdacht irgendwie André vielleicht. Warum okay, André? Warum? Weiß ich nicht, einfach random, also ohne irgendeinen Verdacht zu haben, ist so einfach random, weißt du? Okay, das Ding ist halt, du hast Kalle so einen auf den, Kalle. Ja. Aber Kalle, ja... Jetzt hat er sich auch sass gemacht. Also er eigentlich, das Ding ist, seine Intention dahinter war, dass er sich so saved mit dem Schild, aber er hat sich damit sass gemacht eigentlich. Ja, eben. Dementsprechend schwierig, Digga. Das ist es. Wie gesagt, ich denke zu 1000% ist es Odoman. Kein Unschuldiger nimmt ohne Grund ein Kopfgeld an. Bro, ich sag dir ehrlich. Denke ich auch nicht. Natürlich, um zu gucken, wo die Leute sind. Ja, aber wofür? Ich will das wissen, als Unschuldiger. Wer ist jetzt bei uns? Jetzt ist jemand bei uns. Ist es Odoman? Ich bin's nicht, wirklich nicht. Ich hab grad nur geguckt, weil jemand bei uns ist. Ja. Sag nochmal, was meintest du? Warum will als Unschuldiger jemand wissen, wo du bist oder beziehungsweise du bist, wo andere sind? Hä? Um mit den Freundschaften zu schließen. Und dann hinterrücks den Rücken zu stechen? Nein, weil sonst hätte ich und Gogeta dich einfach. Wer ist hier auf der Fabrik? Weil Joy einfach nicht bei dir war. Genau, aber sie wusste, wo ich war und war in der Nähe war. Wer ist auf der Fabrik? Und haben wir dich getötet? Nein, haben wir nicht, weil du alleine warst und wir hätten dich easy wegkleppen können. Und ich hab sogar. Oh, hier bei uns! Bleib! Gogeta, bleib! Gogeta, bleib! André redet nicht mehr! André! Gogeta, bist du? Kalle! Bleib, Gogeta, bleib! André redet nicht mehr. Das heißt, entweder ist Andris. Es wird geschossen, Digga. Nein. Entweder sind die. Kalle, bist du auch noch am Leben? Halb. Kalle tot. Halb? Was bist du? Knocked. Okay, da darfst du nicht mehr reden. Okay. Geht da. Wir schießen jetzt einfach. Warte mal. Mach das Gleiche. Warte. Sind wir noch in der Zone? Wir haben uns nicht gecheckt. Oh mein Gott. Okay, Kalle. Chill. Wir sehen sie. Chill. Wer lebt denn jetzt noch? Wir sind fünf Leute, hallo. Es kann ja nicht sein, dass alle YouTuber jetzt tot sind, Digga. André. Geschossen? Okay, die anderen sind's. Das ist André. Vor uns ist Joy. Gogeta, du siehst sie. Gogeta. Mach.
Wer ist das? Wer sind die Mörders? Bolo? Wer? Es ist André! Es war André! Nein! Und Kalle war safe! Warte, André lebt noch! Warte, Gugita, bleib hier! Der ist da! Bleib hier! André, was ist deine letzte Chance? André? André, ich würde reden. Ich sag dir, ich weiß, dass du da oben bist. Willst du einen Shot? Hör auf, ich hab noch 10 Leben! Okay, ich schenk dir. Warte! Gugita, geh da weg! André. Ekliger. André war Mörder und Kalle war Detektiv, Digga. Bist du oder wann? Versteckt. Ich weiß, wo du bist. Wo? Ich auch. Was willst du jetzt machen, André? Geh weg, Gugita, geh weg. Was? Das Ding ist, ich war so überfordert, ich schieße auf einmal 6 Leute, alle laufen im Kreis. Ich flieg nach oben mit Jetpack, ich denk, Bolo hat 3 gegen 1 gemacht, Digga. Ist aber gedownt und so, Freunde. Was war das, Digga? Okay, Freunde, wenn euch das Ganze gefallen, lasst gerne ein Like da, checkt die Jungs ab und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Ciao!